Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Regnum, Champions of Regnum. Ja, ich bin wieder zurück. Ich hatte lange Zeit schlechtes Internet, also WLAN, das immer wieder unterbrochen ist. Und ja, ich hatte ja im letzten Let's Play am Ende gesagt, dass es halt einfach nicht mehr so viel Sinn macht, halt wirklich noch unterlevelig da irgendwie auch eine Chance haben in der Farmwelt und so. Und das war der zweite Grund, wieso ich längere Zeit Pause machte. Und jetzt wollte ich eigentlich schon vor dem Halloween-Event wieder reingehen, aber blöd Steam tut die ganze Zeit die Dateien vernichten. Ich muss 27 Dateien immer wieder rausholen, also neu anfordern. Und dann ist das ganze Spiel wieder am Installieren. Und das ist jetzt jedes Mal, wenn ich mich wieder einlogge. Also, richtig Lust, jeden Tag wirklich Videos zu machen, habe ich eigentlich nicht. Aber ich werde noch natürlich sehr viel Livestream auf twitch.tv/dragobasler. Bin ich eigentlich öfters auch ein bisschen unterwegs hier online. Weil mir ist langsam auch egal, ob ich Stream Sniper habe oder nicht. Also, wenn es zu viel werden wird, dann ja, weiß ich auch nicht, mache ich einfach eine Verzögerung rein oder sonst irgendwas. Aber ja, das ist auch wieder blöd, dann ist es ja kein Livestream. Aber eben, jo, es ist momentan sowieso nicht so viel los, also wir werden wahrscheinlich nie angegriffen werden. Die sind sowieso jetzt momentan genau nicht am Angreifen. Vorher waren die Syrten zweimal am Angreifen. Und nein, einmal Ignis, genau. Also die Syrten und dann die Ignis am Angreifen. Jo. Ich müsste jetzt zuerst noch runtergehen. Okay, dann gehen wir zuerst runter. Einfach noch ein paar Quests machen. Und nebenbei möchte ich noch gerne ein bisschen craften können. Aber das ist jetzt nicht so interessant natürlich. Ja, wir könnten umskillen natürlich. Ja. Ich war vorher nämlich in der Warzone und habe es getestet. Das bringt noch nicht Erfahrungspunkte ein. Die meisten Spiele sind einfach zu ineffizient. Also es passiert nicht, dass wenn ich heile einen, dass er mir dann auch RP-Punkte gibt, weil er einfach keine tötet. Eigentlich töten nur noch die Barbaren und eventuell noch die Schützen oder Hexenmeister, aber sehr selten. Also ja, da muss wieder ein Balancing ein bisschen geschraubt werden. Aber ihr kennt vielleicht die Entwickler, die brauchen so 2-3 Monate, um wirklich wieder mal einen winzig kleinen Patch rauszubringen. Zum Beispiel wurde das erhöht, dass man hier jetzt mehr Quests annehmen kann. Also, jo. Und jo, das ist natürlich innerhalb von 20 Minuten machbar für jeden Solo-Entwickler oder so. Aber gut, man weiß ja nie, wie der Editor und so ist vom Spiel. Vieles ist halt gehardcoded. Die Entwickler können da gar nichts machen, weil die anderen Entwickler natürlich ja schon lange weg sind. Okay. Südost-Ackersburg-Turm. Ja, jetzt müssen wir einfach mal schauen. Der erste Part wird vielleicht noch nicht so viel Spaß machen natürlich, aber ich muss jetzt auch zuerst reinfinden. Deshalb habe ich jetzt eher natürlich noch nicht so eine Heilungskillung gewählt. Eigentlich habe ich nur Self-Heal. Genau. Jo. Wir haben aber noch genügend Quests und ja, sonst kann ich es einfach zeigen. Zugang zur Halbinsel, ja. Jo, jetzt sind wir natürlich ganz weit weg. Kann ich gleich mal ein bisschen das Gebiet anschauen. So. Ja, immer Südost, also wahrscheinlich sind es Igen. Korbusch sprechen, der ist auch genau wie weiter vorne. Das hatte ich noch so ein bisschen in Erinnerung. Also das Spiel glänzt jetzt nicht so an Spielfluss.
Das meiste ist relativ langsam und halt schon eben relativ veraltet. Also relativ ist ein bisschen zu sanft ausgedrückt. Aber dennoch ist es ein Spiel, das mir immer noch mega Spaß macht, obwohl ich schon 14 Jahre, 15 Jahre jetzt spiele. Und ja, wenn ich immer könnte, würde ich das immer spielen, aber es gibt halt immer wieder Bugs und ja, vor allem das Einloggen geht auch nicht immer. Tja, also eben, ich muss halt das Spiel die ganze Zeit, jeden Tag, zwei, dreimal neu installieren. Kann ich nichts machen. Okay, dann gehen wir wieder hinter dem Vulkan zurück. Wir haben wahrscheinlich das gemacht. Ja, man sieht halt nicht immer sofort, was man genau machen muss. Das hat auch ein kleiner Schwachpunkt. Oh ja, es ist. Vor allem halt auch so, dass viele Spiele einfach toxisch sind. Also, wenn ihr wahrscheinlich dann mal beginnt zu spielen oder so und dann nach Hilfe fragt oder so. Ja. Erstens auch, dass viele halt einfach Spanisch sind. Wenn es in Argentinien. Wohnen, Spanisch sprechen. Aber es gibt genug Deutsche. Also, ich kann ja dann kurz zur Warzone gehen, durch den Vulkan. Es gibt genug Deutsche und ich kenne die immer noch. Also, die waren so, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Let's Play gemacht habe, ein paar, April 2020. Dass eigentlich auch recht viele waren und also die ich immer noch kenne. Und immer noch den gleichen Charakter haben, wahrscheinlich noch nicht ganz so viel weiter sind. Oder sie tun halt tausende von Gegnern pro Tag töten und haben einfach viele Reichspunkte. Ja. Aber gut, also es ist immer noch sehr motivierendes Spiel. Also auch wenn man jetzt nicht unbedingt bessere Ausrüstung bekommt oder so. Ja, muss mal etwas schneiden. So. Ja. Ich sag nur, einfach normale Spiele und so, die verwöhnen einen riesig. Und Ringnum hat die irgendwie so einen richtig stylischen, gemütlichen Hintergrund. Also, ich kann da immer abschalten. Und ja, wenn dann plötzlich manche Spiele toxisch sind, also so richtig einfach ignorieren, gut zu spielen oder da direkt flamen, dann hat das wie so einen reflektierenden Charakter, also so ein eigentlich das Gegenteil, oder? Also das Spiel ist so sanft und dann kommt ein Spieler, der gerade toxisch ist und greift euch an oder so. Da fühlt man sich manchmal echt ein bisschen richtig sensibel oder so. Also, man will es eigentlich gar nicht so verstehen. Wieso denn sich Leute aufregen? Ja gut, es gibt halt lange Stunt-Zeiten. Es gibt halt einfach manchmal extremst süchtige Spiele, die halt einfach mega viel gelernt haben schon, die einfach besser sind, aber so toxisch muss man eigentlich nie sein. Das ist eigentlich so der, ja, der Hauptgrund, wieso ich damals eigentlich gesagt habe, ja, wenn jetzt gerade wirklich Alysios nicht gegen die anderen ankommen wollen, also dass wir dann immer die Opfer sind ständig, hatte ich einfach gesagt, ja, ich mache jetzt mal längere Zeit keine Videos mehr. Und habe auf andere Spiele gewechselt und so und hatte dann ja Internetprobleme. So gegen Mai oder nach Mai hatte ich ja dann WLAN-Probleme. Und ich konnte nie ein LAN-Kabel installieren, weil die Wände, die darf man nicht anbohren. Man darf kein Kabel unter der Tür oder so neben der Tür machen. Und es hat halt die ganze Zeit starke Luftströmung gegeben, also Durchzug. Und
Das war einfach der Hauptgrund, sonst hätte ich natürlich locker weitergemacht. Aber ich meine, wenn die Leute mich da einfach, ja, es ist nicht Stream-Snipen im Let's Play, aber mich als irgendwie ein Feind oder so anschauen, dann muss ich ja auch nicht Let's Playen. Also, ich meine, ich tue dem Spiel mega gut. Ich bin halt einer, der manchmal auch die Sachen sagt, wo mich betreffen. Das Spiel ist ja nicht unbedingt so mega gut, dass man jetzt wirklich nur loben kann. Und deshalb, ja, kann es schon mal vorkommen, dass ich das Spiel ein bisschen runtersetze. Aber schaut euch die Steam-Previews an, also die sind jetzt auch nicht gerade besonders gut. Ich habe ja einen zweiten Bildschirm, Shop-Seite. Ausgeglichen ist es momentan. Also jetzt auch nicht gerade so besonders gut. Detailliertes Review. Downloads, ja richtig, Downloads. Ja. Genau, den letzten Download neu starten. Also das Spiel stürzt sogar bei manchen ab. Ja gut, also ich bei diesem Teil denke ich mir halt so, ja, wieso fixt ihr das nicht? Was ist der Grund, wieso die Entwickler jetzt da nicht gerade das fixen? Also ich denke, die Reviews werden viel besser sein, wenn ich endlich dieser Bug gefixt wurde, dass ich ganz am Anfang vom Video gesagt habe, ich muss das Spiel jedes Mal, wenn ich das Spiel starte, neu installieren sozusagen, sonst stürzt der Launcher ab beim Start von RA. Und das ist wirklich auch zutreffend, das kommt bei mir jedes Mal. Also ein zweites Mal pro Sitzung, PC-Sitzung, kann ich eigentlich gar nicht das Spiel starten. Also ich muss entweder eben die Dateien wiederholen oder ich muss den PC kurz neu starten, dann geht's wieder. Also beim ersten Mal geht's immer. Aber sonst jedes Mal neu anfordern. Und weil Steam das noch verifizieren muss und so. Das Verifizieren, also der Download geht ungefähr 5 Minuten. Das Verifizieren geht ungefähr 20 Minuten. Keine Ahnung, wieso das so arschlangsam ist, aber gut, okay. Ich weiß es nicht. Also, ja. Sollte eigentlich für jeden kleinster Indie-Game-Entwickler möglich sein, das zu machen. Aber diese armen Leute aus diesen Slums von Buenos Aires in Argentinien sind wahrscheinlich nicht imstande davon. Also, ich weiß nicht, das Spiel wurde angekündigt, das deutsche Spiel. Aber das hat Gamigo extra gemacht damals. Ich habe das Spiel unheimlich supportet. Also ich habe mehrere hundert Euro ausgegeben im ersten Jahr 2006. Und war dann Moderator 2007, als das Spiel released wurde. Und als es released wurde, wurde ich rausgekickt. Dann konnte ich nicht mehr Moderator sein. Niemand hat mir Bescheid gesagt. Niemand. Ich hatte jeden Tag 5 Events gemacht. Und die Spiele liebten mich. Aber dann plötzlich, ja, ich weiß nicht, es gab keinen Ding, also weil es zurückgesetzt wurde. Ich weiß gerade nicht den englischen Namen. Vibe, glaube ich. Es gab keinen Vibe. Aber ich war einfach nicht mehr Moderator, sondern ein ganz normaler Spieler. Und ja. Dann hatte ich irgendwie, weiß nicht, 2 Jahre oder so keine Lust mehr auf Regnum. Also ich war immer wieder online, aber ich habe nicht mehr weitergespielt. Und 2009 war dann wieder eine Hochsaison, weil auf Muspel, wo ich war, gab es dann einfach viel mehr Spieler, weil viele, glaube ich, von Niflheim rüber gewechselt sind oder so. Und wann war es? 2010 oder 2011 gab es ja dann den
die Verschmelzung zwischen Muspel und Niflheim zu Valhalla. Und dann habe ich natürlich auch, glaube ich, zum ersten Mal geletsplayt. Und ja. Hatte eigentlich einen Heidenspaß. Also das Spiel wurde für mich natürlich immer besser. Obwohl jetzt eigentlich die Änderungen gar nicht so groß waren. Ah, BK, okay. Dass ich jetzt sagen könnte, ja, das Spiel hat sich jetzt in 14, 15, ja, 15 Jahren eigentlich sehr gut weiterentwickelt. Und ja, sind die Entwickler eigentlich selber schuld? Weil ich denke, so ein Drei-Länder-Krieg, der muss unglaublich motivierend sein. Leider braucht Ashes of Creation, eines der, ja, sogar noch Folge, also unabhängige Nachfolge, aber gleiches Spielprinzip. Leider kommt das wahrscheinlich 2022 noch nicht raus. Die haben erst kürzlich nochmals verschoben. Und es ist halt auch Abo-System, also es wird wahrscheinlich nicht viele Spiele geben, die das Spiel wirklich mehr als einen Monat spielen. Also Regnum ist auf dem besten Wege, eigentlich jetzt momentan noch mehr Erfolg zu bekommen durch Ashes of Creation, weil ja alle denken, ja, lieber Champions of Regnum, auch wenn es älter ist, ja, spielen wir lieber dort. Wenn wir sehen, aber jetzt momentan ist halt in Regnum jetzt auch nicht gerade so viel los. Also eigentlich viel zu wenig. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Aber gut. Ja. Ja, jetzt muss ich eben zuerst mal ein bisschen noch recht zurechtfinden. Und da mache ich natürlich gerne jeden Tag ein Part von der Warzone. Ich denke, ich kann jetzt schon recht gut. Also ich habe es ausprobiert. Ich hatte ein paar Fehler gemacht. Die Leute priorisieren mich natürlich als Level 48er. Aber es waren nur ein paar Bogenschützen, nicht mehr als 700 Schaden. Also ich konnte sicher 6 aushalten und ich wurde meistens nur dreimal angegriffen. Also es ging. Ich bin nie gestorben. Also seitdem ich wieder spiele, seit heute um 11 Uhr, also gestern um 11 Uhr für euch, bin ich eigentlich nie gestorben. Also das letzte Mal bin ich wahrscheinlich im April 2020 gestorben. Aber gut. Ich habe es immer wieder probiert, habe mich auch immer täglich eingeloggt. Längere Zeit, glaube ich, das letzte Mal November 2020. Und dann konnte ich ja nicht mehr einloggen, weil ich ja die Dateien, also ja, es einfach nicht mehr ging. Also ich weiß nicht, was das Problem damals war, wieso ich mich nicht mehr eingeloggt habe. Aber ich hatte, glaube ich, das gleiche Problem damals schon. Ich konnte einfach das Spiel nicht mehr starten. Und da bin ich nicht drauf gekommen, die Dateien neu zu. Doch, ich bin drauf gekommen, aber es reichte mich dann, mich mir dann, genau so war es. Aber ja, man kann halt nichts machen. Also der Entwickler macht halt eben relativ wenig. Ja, aber ich weiß doch, die besten Freunde habe ich in Regnum gefunden. Vor allem, ja, eine Dame aus Syrtis damals noch. Ich hatte mal kurzfristig auf Syrtis gewechselt. Und auf Ignis war ich auch, glaube ich, ein oder zweimal. Einfach zum euch ein bisschen etwas anderes zu bieten. Die könnt ihr alle Let's Plays auch anschauen. Ich habe die, glaube ich, alle in einer Playlist. Ich werde sie mal raussuchen, dann könnt ihr die anschauen. Und unten in die Kommentare schreiben. Genau. Ja, und ja. Eben, ich hatte einfach zu wenig Zeit, um jetzt wirklich auch gut zu spielen. Aber ich bin halt nicht mehr so wie 2006 alt, also jung gewesen und habe dann auch nicht immer so Lust gehabt zu grinden. Jetzt habe ich wieder viel mehr Lust zu grinden. Also ich merke langsam immer mehr, dass natürlich Grinding doch auch einen Sinn hat. Ja, dass man einfach nicht so schnell vorwärts kommt. Und ich habe jetzt auch viel mehr Zeit wieder, also. Das größte Problem damals war einfach, dass ich viel zu viel Sport gemacht habe und dann immer gedacht habe, ja, ich muss vorwärts, vorwärts wieder Sport machen. Ja, dieser Drang und alles Mögliche war schon extremst. So, was muss ich hier machen? Thunder Maze Turmkiste. Ist das hier? Da unten irgendwo?
keine Ahnung, Tante Mays Turmkiste, oder ist das ein PvP-Gebiet? Es gibt irgendwo eine Kiste, aber ich weiß nicht mehr, wo die war. War die wirklich unten im Gebiet? Ja. Ah ja, bald kommen wieder die Weihnachtsbäume. Stimmt. Es ist ja schon bald Weihnachten. Weil ich hatte so mega Glück manchmal mit den Weihnachtsbäumen. So drei oder vier, ja, ganz nah beieinander. Ich habe sogar bei Steam noch ein Screenshot von drei ganz in der Nähe. Ja. Martros. Martos, okay. Ganz weit da hinten. Jo. Ist doch ein bisschen ein interessanter Part. Ich konnte eigentlich jetzt schon viel erzählen. Ja. Ich hoffe, es schreckt euch nicht ab. Irgendwie, ja, das Spiel jetzt wieder kennenzulernen oder einfach mal kennenzulernen natürlich. Also ihr seht jetzt halt einfach noch nicht viel, weil ich natürlich noch nicht so hochlevelig bin. Mit Level 60 wird das natürlich alles tausendmal spannender sein. Also, der Barbar ist ja schon Level 57. Da fehlen, glaube ich, nur noch 3. Wir können ja kurz noch wechseln. Weil wir sowieso irgendwo hin müssen jetzt nach diesem Lager. Kann ich ja gleich mal noch kurz wechseln. So, irgendwo hier. Da oben. Gut. Aber das Lager ist da unten. Wieso bist du da oben? Versteckst du dich hinter dem Baumstamm? Okay, du hast mich gefunden. Ich bin Leroy. Begib mir Lelkia. Okay. Jo, und da müssen wir wieder weit weg. Okay, da oben hin. Also. Dann wechseln wir kurz zum Barbar. Schauen mal. Ich habe das Lager übrigens auf 50 oder 60 Slots. Ich glaube 50, ne? Aber erhöht. Ich weiß nicht, wieso 5 Normalzustand ist und 50 mit 8 Euro. Also 8000 Xymarin. Oh. Ja, Grafikfehler sollten sie auch mal fixen. Oh, 58 schon. Dann habe ich noch 49er Jäger, genau. Genau. Der hat auch einen Anzeigebug, der ist natürlich in-game nicht so eingekleidet. Level 40. Und Kirasami ist Level 44. Genau, 360 No Scope. Also gehen wir mal rein beim Dragos Baba. Der ist wahrscheinlich auch bei Birka. Ne, der ist noch hier in der Warzone. Okay. Genau, der hat noch Erfahrungsschriftrolle vom täglichen Einloggen. Album für Briefe. Am Valentinstagsevent. Cool. Das ist alles vom Halloween-Event, vom Valentinstag-Event. Ja, schade, habe ich das Halloween-Event verpasst, aber ja, ich hatte den PC dann noch nicht. 16 Magneten, genau, ein rosa Rucksack. Ja, und der Black Guardian. Der weiße Löwe, der sieht einfach tausendmal schöner aus als der feurige Löwe. Hey, jo. Und hier bin ich natürlich schon sehr gerne am Leveln. Weil hier greift niemand an. Also manchmal greifen Jäger hier an, aber diesen Ding, die sehen das nie. Das ist sozusagen einfach, ja, mein Schutz gegen andere Gegner. Probieren wir ihn doch mal ein bisschen aus. Also einfach andere Reichsfeinde. Sonst habe ich eben noch Topsucht, oder wie das heißt. Ja, Topsucht. Gegen Stunts. Also wirklich einer der besten. Oh, eine Adrenalin. Ist aber ein kleiner. Aber kritische Treffer ist natürlich schon sehr gut. Also einfach unglaublich stark. Ohne. Also ich habe wirklich mordschlechtes. Also selbstmordgefährdend. Richtig schlechtes Equip.
Und ich mache trotzdem 2 Hits. Ist einfach geil. Also wirklich das Schwert hier mit Grün ist eigentlich das Beste. Aus einem Grund, ich tue halt eigentlich relativ Self-Found spielen. Also ich tue eigentlich nur wirklich mit guten Freunden oder so handeln. Ja, weil ich natürlich jetzt mich mir auch nicht alles so extrem einfach machen will. Und die kriegen dann natürlich immer einen Aufpreisen extra. Also ich gebe ihnen mehr Xymarit oder sonstige Sachen. Ja. Die haben es ja auch verdient, mit mir zu handeln. So. Also werde ich den auch noch ein bisschen leveln natürlich. Den Jäger sicher auch dann irgendwann mal. Und hoffe dann, dass wirklich das Spiel dann wirklich auch wieder ein bisschen ja, vor allem fair wird in der Warzone. Wir sind halt auch immer wieder überlegen, aber auch nur nicht am Abend. Also wir sind eigentlich immer stetig überlegen, wenn die Syrten halt nicht online sind, und die sind am Abend dann online und sind dann überlegen. Ja. Sonstigen habe ich jetzt noch nicht gesehen, so richtig überlegen zu sein. Die haben unsere Mauer angegriffen, aber sind natürlich ohne. Also wir haben keine Probleme gehabt, keine Tode gehabt oder so, glaube ich. Ja, war sehr gut. So, die Hälfte habe ich auch schon wieder. Aber seht ihr das, wie wenig XP ich bekomme? Das dauert einfach mega lang. Die könnten das um ein Drittel oder so mal verkürzen. Naja, das ist eben, damit sie Geld verdienen. Aber sie verdienen extra so wenig Geld, weil es halt wirklich extremer Wucher Pay to Win ist und so Sachen. Ja. Ich meine einfach zum Beispiel schon ein Reittier oder so ist Pay to Win. Oder ja, diese Umwandlungsbeschwörungen. Da kann man richtig viel Vorteile kriegen. Aber das ist halt, also, die Entwickler wären viel schlauer, das alles kosmetisch zu machen oder so. Und dann viel mehr Geld zu verdienen. Das macht ja zum Beispiel Path of Exile auch. Ich finde ihnen Unmengen an Geld. Vor allem mit den League Support-Items. Also wenn ihr Unterstützerpakets kauft oder so, verdienen die unglaublich viel Geld. Und ja, bei Regnum sind eigentlich immer relativ auf einer Loser-Seite. Ja. Kann man halt nichts machen. Gut, also dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich tue gerne wirklich auch das Spiel weiter supporten. Habe jetzt einfach auch ein bisschen natürlich die Kritik gezeigt, aber ja. Ich meine einfach, meint es ja nicht böse, aber ich meine es einfach gut für das Spiel, für die Entwickler, es besser noch zu machen. Es ist leicht, so besser zu werden. Weil ich habe ja in letzter Zeit auch viel gelernt über Spieldesign und so wegen Unity. Ich mache ein Spiel bald mit Unity und habe ja vor einem Monat auch ein Roblox-Spiel machen wollen, aber der Editor ist ein bisschen zu kompliziert bei der Steuerung. Deshalb ja lieber bei Unity, und ich merke, so ein Spiel zu kopieren geht wirklich nicht lange. Also ich könnte das alles auch in schönere Grafik umsetzen. Muss nur einen Texturierer haben. Und vielleicht ein Sounddesign. Und ich könnte das wirklich für euch alle besser noch machen. Aber ja, ich habe halt so wenig Zeit. Also muss mal schauen, wirklich darauf konzentrieren vielleicht. Und trotzdem noch 2 oder 3 Videos mal pro Tag zu bringen. Und dann, wenn ich erfolgreich bin, eher noch Livestreame. Es wird schon gehen, aber nicht um jetzt wirklich die Entwickler zu plagen. Ich werde wahrscheinlich die Entwickler dann vielleicht irgendwann mal mit Geld supporten, natürlich. Aber einfach zum Zeigen, ja, die Entwickler hätten das auch machen können.
Naja. Aber es wird wahrscheinlich nicht gerade so schnell online sein. Wahrscheinlich mache ich zuerst ein Singleplayer-Spiel. Weil so Server kosten natürlich auch relativ viel. Also bis ihr da Unterstützung gebt oder so, muss ich halt erst mal ein Singleplayer-Spiel machen. Wir werden sehen. Ich werde auf jeden Fall sehr viel lernen. Und jo. Auf jeden Fall werde ich da euch auch ein bisschen das Spiel zeigen und alles Mögliche. Und zeigen, wie viel Spaß ich auch haben kann. Vor allem in der Warzone. Also eigentlich spiele ich das Spiel eigentlich nur wegen der Warzone. Das Rollenspiel ist eigentlich überhaupt nicht gut. Also einfach weil auch keine Items droppen. So habe ich wirklich nur diese blöden, unnötigen Items bekommen. Ja. Und habe doch noch ein paar Gegner getötet. Na gut. Also dann auf Wiedersehen und bis zum nächsten Part. Tschüss.